Liebe Freunde, herzlich willkommen aus Ingolstadt hier vor dem neuen Schloss. Ich bin heute hier mit Oskar Lipp. Der Kommunalwahlkampf wirft schon seine Schatten voraus. Ich war in letzter Zeit viel unterwegs, gestern Abend in Hof, am Tag zuvor in München mit italienischen Freunden von der Lega. Aber ganz entscheidend ist eben auch über diese europäische Ebene hinaus, über die Ebene des Bundestages, des Landtages hinaus, die kommunale Ebene. Und da sind wir eben gerade im Wahlkampf. Was sind denn so die ganz entscheidenden Themen, lieber Oskar, die gerade dich bewegen jetzt als Kandidaten? Also die Themen, die mich bewegen, sind vor allem erst einmal die Sicherstellung der Gewerbesteuereinnahmen in Ingolstadt. Das heißt, wir müssen uns für die Autoindustrie vor Ort hier einsetzen. Das ist erstens mal sehr wichtig. Der zweite Punkt ist natürlich die Auflösung des Ingolstädter Ankerzentrums. Die ganzen Polizeieinsätze müssen endlich aufhören oder wir müssen das Personal aufstocken, bis es soweit ist. Mhm. Und der dritte Punkt ist einfach, wir brauchen ein neues Tierheim, das heißt ein Neubau vom Tierheim auf einer anderen Fläche mit einer angeschlossenen Tierklinik. Das eben sind sehr wichtige Punkte, die auch sehr viele Ingolstädter Bürger eben auch aufgrund von Zuschriften eben umtreiben. Mhm. Der AfD wird ja sehr häufig vorgeworfen, sie würde sich zu sehr fokussieren auf Immigration zum Beispiel, auf Sicherheit. Aber Naturschutz ist uns ja dann auch irgendwie ein Anliegen. Ja, natürlich sind wir als kommunales Parlament, also der Stadtrat von Ingolstadt dann, für den Naturschutz bzw. für den Umweltschutz vor Ort zuständig. Natürlich können wir hier keinen Klimaschutz ausrufen, das ist natürlich ideologisch geprägt, aber wir setzen uns natürlich mit allen Mitteln, die wir haben, für den Umweltschutz und für den Naturschutz vor Ort eben ein, weil Heimatschutz ist ja auch eben sehr wichtig. Es kommt dann quasi auf praktische Ergebnisse an und nicht auf Ideologie, Stichwort Klimanotstand. Ja, Riesenblödsinn, das wissen wir ja. Wie kommt es denn momentan so an in der Fußgängerzone zum Beispiel, beim Bürgergespräch? Was bewegt die Leute? Ist es so, ist der AfD-Stand zugänglich? Kommen Leute, die diskutieren wollen? Sind die vielleicht eingeschüchtert momentan, sich zu uns zu stellen? Gibt es viel Kritik? Was bewegt die Leute? Ja, also man merkt im Allgemeinen schon die versteckte Zustimmung, dass Leute eben vorbeigehen und ein Anlächeln oder einen Daumen nach oben zeigen, weil natürlich immer die Angst auch mitspielt, erkannt zu werden von den anderen Parteien oder von den Bekannten. Aber die Themen, die eben auch noch wichtig sind, außer den drei Themen, die ich gerade angesprochen habe, die bewegen natürlich auch sehr viele Leute, sind natürlich einerseits der bezahlbare Wohnraum. Ist natürlich, hier sind die Mietpreise relativ hoch, es wird zu wenig gebaut, wir müssen mehr bauen. Wir müssen auch die Infrastruktur vor Ort hier eben in Ingolstadt aufbessern. Und ja, das sind eigentlich die wichtigsten Sachen, die Leute bewegen in der Stadt. Klasse. In jedem Fall wünsche ich uns, es ist nämlich auch mein Kreisverband, wo ich heute hier bin, der ist ja Eichstätt-Ingolstadt, beziehungsweise er sagt Ingolstadt-Eichstätt, aber ich würde sagen Eichstätt-Ingolstadt. Ingolstadt-Eichstätt. Toi, toi, toi für den kommenden Wahlkampf, dir ganz persönlich natürlich auch. Ja, danke schön. Und wir schauen natürlich, dass wir Ingolstadt wieder zum besten AfD-Ergebnis machen aller bayerischen Städte. Großstädte natürlich. Großstädte, selbstverständlich, genau. In dem Sinne. Ja. Oskar, herzlichen Dank für das Interview. Danke, Markus, viel Erfolg. Toi, toi, toi. Servus. Servus.